Meine persönliche Motivation für die Gründung von Straßenkinder e.V. war schlichtweg die Not. Also diese Kinder, die saßen auf der Straße am Breitscheidplatz, damals 99 auf 2000. Und ich habe mir gesagt, ich möchte den Kindern und Jugendlichen unter die Arme greifen, dass sie möglichst schnell weg von der Straße kommen. Nächstenliebe war für mich wirklich ein ausschlaggebender Punkt, dass ich gesagt habe, man darf sie sich nicht selbst überlassen, sonst passiert viel Schlimmes in deren Leben und jeder hat eine zweite, dritte, vierte Chance verdient. Eines unserer Alleinstellungsmerkmale als Straßenkinder e.V. ist, dass wir uns in drei verschiedenen Feldern um Kinder kümmern. Zum einen haben wir das Präventionsprojekt, das Kinder- und Jugendhaus Bolle, wo wir gegen Kinder- und Bildungsarmut vorgehen und damit auch bewirken, dass Kinder erst gar nicht auf der Straße landen. Und dann haben wir die Straßensozialarbeit, wo es um bereits obdachlose junge Menschen geht. Und dann haben wir auch überdies noch die Arbeit für Kinder mit Fluchthintergrund. Und meinem Kenntnisstand nach sind wir eine der einzigen oder wenigen Einrichtungen, die sich in all diesen drei Bereichen um Kinder und Jugendliche kümmert. In meiner alltäglichen Arbeit begleite ich und unterstütze ich junge obdachlose Menschen dahingehend, dass ich sie mit dem Nötigsten versorge, seien es Hygieneartikel, neue Anziehsachen oder Lebensmittel, oder sie auch durch die Sozialberatung in ihrer Perspektive oder Perspektivschaffung unterstütze. Das heißt, meistens sind es Ämterbesuche oder Begleitung zu Ärzten, zu Gerichtsverfahren oder zur Polizei. Wenn es gut läuft, dann auch zu weiterführenden Hilfsangeboten, so dass sie vielleicht in Ausbildung oder eine Wohnung wieder zurückgeführt werden. Straßenkinder e.V. engagiert sich auch in der Arbeit mit Geflüchteten und das hat so angefangen, dass wir gemerkt haben, dass viele Leute nach Deutschland gekommen sind zu einer bestimmten Zeit, natürlich auch nach Berlin und sich ja auch hier im Kiez angesiedelt haben. Und wir haben gesagt, wir möchten gerne helfen mit dem, was wir können und was wir hier tun, ist die Arbeit für Kinder. Ich heiße Jill, ich bin 9 Jahre alt und bin schon in der 3. Klasse. Die Bollerzieher kümmern sich hier um alle Kinder. Ich habe hier viel Spaß. Wir sind auch Freunde, mit denen ich spielen kann. Also irgendwie, alle Kinder, die auf der Straße leben, müssen ein Zuhause finden. Ich wünsche mir für die Zukunft der Kids bei Straßenkinder e.V., dass sie es schaffen, wegzurücken aus dem Negativen, wo sie hier aufwachsen, was der Kiez alles so mit sich bringt. Und dass sie zu starken Persönlichkeiten heranwachsen, dass sie ihr Leben in die Hand nehmen, wissen, wer sie sind. Und auch einfach die Gesellschaft zum Positiven verändern. Der Roman-Herzog-Preis hat für uns auch deswegen eine besondere Bedeutung, weil er dafür steht, dass ein Ruck durch unsere Gesellschaft gehen muss, dass jeder Einzelne dazu gerufen ist, seinen Beitrag zu leisten und zu bringen und dass wir nicht allein auf staatliche Hilfen und staatliche Initiativen vertrauen, damit sich die Sachen so quasi von selbst regeln. Straße!